bin ich wieder. Oder erzähle ich euch mal einen Schwank aus meiner Jugend, du. Oder vielmehr aus meinem Leben. Ja. Ich war mal der Seefahrt so ein bisschen über. Ja, das gibt das. Man macht ja Sachen so viel, lange und viel und dann hat man irgendwann mal den Cut down, ja. Yeah. Ja, und dann wollte ich irgendwas anderes machen. Und Seefahrt, naja, ich wollte was anderes machen. Und so habe ich mir gedacht, machst du doch mal so ein Aquariumladen auf. Auch mit Wasser und Fische und all sowas zu tun. Und das ist genau das Richtige, dachte ich mir. Nee, gesagt, getan. Ladenlokal, so ein kleines gemietet, dann die ganzen Becken da reingehen und dann die Wasser und Fische und keine Ahnung, haben Kumpels gemacht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Kram. Und dann sitze ich da so in meinem Sessel, weißt du, den ersten Tag und dann habe ich dann aufgehört, ne? Und dann bringe ich die Tür auf. Blim, geht die Tür auf. Und dann kam da einer rein, du. Und dann sagte er, ich hätte gerne ein Frittopfel um ein Mekai. Ich sag, was hast du? Ja, ich hätte gerne ein Frittopfel um ein Mekai. Ich sag, was ist das? Ja Mensch, ich denke, du bist ja ein Aquarianer. Nee, ich bin hier nur der Ladenbesitzer. Und was willst du jetzt? Ich möchte gerne ein Skala kaufen. Ja, guck mal, wir gehen mal an den Becken lang, dann suchst du dir einen aus. Mal sehen, ob wir einen haben. Ja, da ist einer. Ja, ist der denn gut? Ja, der ist gut. Was ist das denn? Das ist ein Barsch. Irgendwo aus Südamerika, glaube ich. Ja. Ja, dann möchte ich noch ein Trichogasteleri. Was willst du haben? Ein Trichogasteleri. Was ist das denn? Ja Mensch, das ist ein Gurami. Ach, ja, oder auch Fadenfisch genannt. So, das wirst du auch haben, ne? Hast du einen gesehen? Ich guck mal, ja, da ist schon einer. Aber ist das denn auch ein Gurami? Das weiß ich nicht. Muss ich nochmal genau, ja, ich glaube wohl. Ne. So, was wissen wir denn noch? Wissen Sie vielleicht auch noch einen Neonfisch mit Energiesparbirne? So, nun pack das Kram da rein und fang dir das da raus und dann verschwinde. Also, das ist ja dann, glaube ich, denn doch nichts. Ich glaube, ich kaufe mir lieber ein paar Makrelen, ein paar Aufe Makrelen. Da habe ich mehr vor, da kann ich auch noch Zeitung lesen, wo die denn eingepackt worden sind. Man muss ja immer sparen im Leben. Nee, ich glaube, ich gehe wieder zu See. Das ist ja unheimlich, wie die alle heißen, ne? Und die hören, wie anderen heißen, ja auch. Chantal. Und Kevin. Und warum denn nicht auch Trico Castellini? Nichts für mich. Nein, ich bin dann wieder zu meiner Schiffe. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und habt das gut. Und passt immer schön nach vorne raus. Wir aus der Svensson-Werft oder für mich, ich bin ja Zwilling, ich sage immer wir. Ne? Wünsche euch ein schönes Wochenende und dann auch eine Vorweihnachtszeit und Achtung haben und alle gut und ne, habt das gut und lasst euch nicht von diesem Scheiß hier aus erwischen. Rock'n'Roll ist angesagt. Wir meinen das. Und wir werden immer besser. Habt ihr gut. Bis dann. Tschüss. Kuris.